Eine Gefährdungsmeldung ist eine schriftliche Information an den Dienstgeber, dass im Betriebsablauf eine gefährliche, eine gefährdende, eine prekäre Arbeitssituation eingetreten ist. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich der Informationsfluss vom Arbeitnehmer, von der Arbeitnehmerin hin zum Vorgesetzten, zum Unternehmen. Eine gefährdende Situation kann auftreten, wenn eine Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum hin stark belastet sind und dadurch krank werden. Gefährdende Situation oder prekäre Situation kann auch auftreten, wenn zu wenig Personal vor Ort ist oder wenn einfach Arbeitsmittel fehlen oder Arbeitsmittel vor Ort fehlerhaft sind. Das kann eine einzelne Person machen, das können auch mehrere machen, ein ganzes Team. Und ich bin letztlich auch verpflichtet dazu, die Informationen an den Vorgesetzten, an das Unternehmen weiterzugeben, wenn sonst dem Unternehmen dadurch ein Schaden entstehen würde. Wir als Arbeiterkammer haben hier auch ein Musterformular auf der Homepage zum Download bereitgestellt. Gerne unterstützen wir auch beim Ausfüllen oder bei der Umsetzung der Gefährdungsmeldung.